Wir müssen unsere wirtschaftliche Stärke weiterentwickeln. Deswegen müssen wir zusammenarbeiten. In der Frage von mehr Investitionen, in der Frage von weniger bürokratischen Aufwendungen, in der Frage von geringeren Energiepreisen und vor allen Dingen auch in einer Handelspolitik, die auf der einen Seite neue Märkte schafft, neue Chancen, neue Möglichkeiten und auf der anderen Seite aber auch unsere wirtschaftlichen Interessen verteidigt, defensive Maßnahmen setzt, immer da, wo es notwendig ist, um faires Handeln durchzusetzen. Viele Herausforderungen für die Zukunft, gerade Richtung China, Richtung USA, das können wir nur schaffen, wenn wir gemeinsam arbeiten.